zeige ich dir, wie du einen Brief an deine Lehrerin oder an deinen Lehrer schreibst. Und zwar Schritt für Schritt mit einem Beispiel. Kennst du diese Hausaufgabe? Schreibe einen persönlichen Brief an deine Lehrerin oder deinen Lehrer. Aber du fragst dich, was soll ich da bloß reinschreiben? Mir fällt einfach nichts ein. Tja, denk mal drüber nach. Ein Brief ist nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut. Du brauchst zunächst einmal einen Stift und ein Blatt Papier, Briefpapier oder auch Papier aus dem Drucker. Du kannst deinen Brief mit der Hand schreiben oder am Computer und dann ausdrucken. Und vielleicht hast du auch einen passenden Briefumschlag. Irgendeinen brauchst du. Ein passender wäre natürlich besonders schön. Das muss aber nicht sein. So kann ein persönlicher Brief an deine Lehrerin oder deinen Lehrer aussehen. Erstmal sprichst du sie mit dem Nachnamen an. Sehr geehrte Frau Gelb oder sehr geehrter Herr Rot. Und dann machst du ein Komma. Und nach dem Komma schreibst du klein weiter. Beginne mit einem netten Satz. Zum Beispiel: Wie geht es Ihnen? Erzähle etwas von dir. In den nächsten Ferien wollen wir nach Italien fahren. Darauf freue ich mich schon sehr. Frage etwas. Was haben Sie für die Ferien geplant? Führe deine Gedanken aus. Nun steht aber erst einmal der Winter vor der Tür. Da werden wir sicher nicht wegfahren können. Leider. Ich wünsche mir, dass der Wahnsinn mit der Pandemie bald vorbei ist oder dass sich endlich alle impfen lassen und dass wir alle gesund bleiben, auch meine Eltern. Verabschiede dich und unterschreibe mit deinem Namen. Liebe Grüße, Leni Lila. Stecke den Brief in einen Umschlag, in einen Briefumschlag. Da gibt es verschiedene Formate. Schreibe dann die Anschrift darauf und den Absender, auch wenn du ihn in der Schule abgibst. Wie das genau geht, das kannst du in diesem Video hier nochmal erfahren. Und frankieren musst du ihn auch, wenn die Post ihn zustellen soll. Das aktuelle Porto erfährst du auf der Post. Jetzt musst du den Brief nur noch in einen Briefkasten einwerfen. Weißt du, wo einer ist? Übrigens, auch bei Kindern und Jugendlichen gilt das Briefgeheimnis. Keiner darf einen Brief lesen, der nicht für ihn ist. Das ist wichtig, besonders bei Liebesbriefen. Hat es Spaß gemacht? Dann schreibe gleich den nächsten Brief. Es gibt so viele Anlässe, Geburtstage, Feiertage, Weihnachten oder einfach mal so als Überraschung. Dieses Video ist von lernförderung.de. Und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreib etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Briefschreiben!